Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde aus Sternen singen. La Stern singen. Oh, ich bin ins Wasser gefallen. Ich bin ins Wasser gefallen und die Hochsteigleiter ist ja nicht dran. Werden wir mal hier hinten hochsteigen. Hochsteigen. La Blaubarto ist da. Hallo Logan. Vielen Dank für dein Follow-Lemon. Vielen Dank. Ja, wir haben uns hier jetzt eingefunden. In Sternen singen. Und werden natürlich erstmal hier ein bisschen was zeigen. Es ist hier auch ein bisschen Betrieb. Und hier haben wir zu unser. Was ist das eigentlich? Zu unser Linken. Zu unser Linken. Die große Bibliothek. Mit dem Bild der tapferen Kämpfer gegen den schwarzen Kult. Und hier haben wir die Bibliothek, wie schon gesagt. Und hier stehen ganz viele Kisten. Da ist auch meine Kiste. Darf ich bestimmt noch nicht reingucken. Bibliothek der Freundschaft ist das. Und hier stehen auch ganz viele Kisten von den Lysion. Und hier hat es auch die Nacht wahrscheinlich wieder geschneit, weil schon wieder Schnee auf den Kisten. Und schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Zum Lesesaal geht's hier. Erdgeschoss, Kaminzimmer, Kinderleseecke, Lesesaal. Was macht die Katze im Kamin? Katze im Kamin. Kinderbücher. Schön gestaltet, muss ich sagen. Hohe Decken kann ich eigentlich nicht so gut bauen. Aber das ist hier gut gelöst. Auch mit diesen Abstufungen hier oben. Ein bisschen Muster hier drin. Ja, willst du die Tür aufmachen, rennst du dagegen. Ausstellung, Konferenzsaal. Schauen wir doch mal rein. Lyrik ist hier. Ah, sind die verschiedenen, ja, ist eine Bücherbibliothek, wa? Guten Tag. Ja, genau. Das ist schon ausverkauft hier. Hier geht's nach oben. Ausstellung, Konferenzsaal. Nur für Personal. Na gut. Und hier sind alle Bannerträger. Dämmerfall, Wüstenrose, Exe, die Minen von Euphoria sind auch mit dabei. Falkenstein, Drachenmacht, Bocksprung, Quallenkopf, Hexenmacht, Schlangenstein und Hundsgrabo. Die kenne ich, habe ich auch mitgebaut. Logan hat ja auch mitgebaut. Das freut mich. Das freut mich. Antrag auf Freierschaft von Tomcat. Und hier bin ich. Hallo. Hier ist noch zwei Brücken, Wolfsbach, Gemoria, Tarneberg. Und ich sehe noch keine Banno de Mong von mir. Das müssen wir mal noch nachholen. Ich habe einen Banner mit von mir. Das muss ich aber, glaube ich, noch mal ein bisschen vermehren. Vermehren. Also nicht verschwinden lassen, sondern, da ist der Konferenzsaal, sondern, jo. ITV-Kontakt, Stadtrecht, Banner des Born, Rat der Helden, Zeitbombe im End. Alles sehr geschichtliche Sachen, die hier drin sind, über die Elfen. Finde ich super, dass das hier in der zentralen Stelle Protokolle. Ganz viele Protokolle. Nun gut. Ja, so schöner Kronleuchter, ja, mit diesen roten Glasscheiben. Ich hoffe, dass es rote Glasscheiben sind. Ich habe nämlich in letzter Zeit
etwas viele. Nun ja. Ich will mal, glaube ich, die Musik etwas leiser drehen. Für mich ist es laut. Hohoho. Guck mal, hier ist eine Empore. Hallo Suerion. Ein herzliches Willkommen. Der Suerion, der war in letzter Zeit, ich weiß nicht, ob er auch noch ist, hier auf Sevar zu Gast. Und hat ein paar Leuten geholfen. Ein paar vielen Leuten. Und hier hinten ist, was ist hier hinten? Lesesalbe. Zum Lesesaal. Schön gestaltet auch mit so ein paar Auf- und Abgängen. Da wirkt das alles nicht so klein. Da wirkt es größer. Und hier sind so Säle, wo man. Ah ne, eine Abstellkammer, alles klar. Ich hab gedacht, da kann man sich zur Ruhe ziehen. Wenn man komplett seine Ruhe haben möchte. Haben wir jetzt oben alles? Turm des Wissens. Okay, da waren wir jetzt nicht. Guten Tag, lassen Sie mich raus. Lassen Sie mich raus. Ach so, weil der Durchgang ist. Haha. Und hier hinten ist noch ganz viel freies Land, meine Freunde. Ganz viel freies Land. Schaut euch mal, guckt mal diesen Schornstein an. Wahnsinn. Bis Sonntag ist er noch da. Bis Sonntag. Ja, wir haben ja jetzt schon ziemlich viel verplempert, möchte ich sagen. Da geht's wohin? Da steht ein Schild. Warenanlieferung. Rauschliebchen Sternenbräu. Ah. Und hier. Hafen der Freundschaft. Sternsingen. Folge 1472. Ist schon etwas her. Ist schon etwas her. Und jetzt sind wir in Sternensingen, meine Freunde. Im Zentrum. Hier ist die Kirche mit der Krippe drin. Hier steht ein Lama vor. Das Lama redet bestimmt vor für das Krippenspiel. Da sitzt eine Katze drin. Auch nicht schlecht. Ja. Schauen wir doch mal, was ist hier? Handwerksausstellung. Genau, das ist die Handwerksausstellung. Handwerksausstellung. Und hier haben wir ein Karussell und das hier, das kennen wir ja alles schon, ne? Aus anderen TV-Sendungen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Es wurde nämlich auch gesagt. 2020. Spielzeugfabrik, Lebkuchenhaus, neues Lager. Cool. Und das Lager ist schon etwas erneuert worden. Hier steht ein Bett. Und jo. Die Kisten stehen zwar hier noch in der Wand drin. Hier stehen sau viele orangene Betten, ne? Aber meine Lieferung müsste auch hier angekommen sein. Zack, da ist er. Ich habe ja nämlich etwas Material auch mit. Nicht, dass er denkt, ne? Ich habe nichts mit. Ich muss mal fragen, schreibt der Suerion. Was bei mir nicht korrekt ist, dass meine Dorfbewohner alle gleich aussehen, obwohl ich das Zirrenpack habe. Puh. That can I nur nicht beantworten. Alle gleich aussehen. Vielleicht dann Optifine? Ist das dann Optifine? Also ich habe hier ein bisschen was mit. Auch ganz viel Wirrwarr. Oh, ein bisschen Schlaf. Legen wir uns gleich mal hier in ein orangenes Bett. Ein neuer Tag. Schau dir an den neuen Tag. Die Sonne scheint. Die Sonne scheint, es ist kalt. Es ist kalt. Und wir tun hier mal ein bisschen erkunden.
So gut kenne ich mich jetzt hier auch noch nicht aus. Ich war zwar die letzten 2 Jahre auch schon hier, mehr geschlafen als hier, aber Insider wissen warum. So, bin nämlich bei der letzten Aufnahme irgendwie ja eingenickt. Bei der letzten Folge bin ich eingeschlafen und kurz vorm Ende, so bei der Abmord, da bin ich wieder aufgewacht und habe noch Tschüss gesagt. Ah, kein Optifine. Hier wird dir geholfen. So, hier war das Lager. Und hier war der Kartoffelheld. Da gibt es immer fleißig Ofenkartoffeln. Ne? Also hier unten. Also hier unten. Da. Da unten. Und hier gibt es Schnäppkes. Oder? Hier sind doch diese Krüge. Glühweinbude, genau. So, da waren wir. Da hinten ist der Garten. Ein Garten. Da ist das Handwerkshaus und hier hinten ist die Schlittschuhlauffläche. Genau. Da sitzen sie alle in ihren Booten. Und hier geht's hinter zu neuen Gebäuden. Kenne ich das schon? Ganz viel blaue Betten. Kann das nur das Bettenhaus vom Elysion sein? Und da ist der die große Zeon-Statue. Und da ist der Zeon. Will hoch hinaus. Will hoch hinaus. Hier ist das der Armenbaum. Wie Baum der Hilfe. Baum der Hilfe. Da blubbert sogar im Wasser, da wird schön geheizt. Hier ist das Eisschloss. Eingang, Ausgang. Da ist, glaube ich, ein Labyrinth drin. Da steht er hier über uns. Schaut ihn euch an. Frau Hollis Weihnachtsmoden. Ja. Schaut auch cool aus. Und schaut euch mal die Pilzlichter an hier. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Die neuen Texturen. Das sind jetzt hier die Falltüren aus Wirholz. Hier, Wirholz. Und die passen sich super an die neuen Pilzlichter. Die kann man so mit Hand abbauen. Bumm, macht's. Und die kann ich auch wieder hinsetzen. Bim, bim. Klimpim. Ja, wir können uns auch hier ausstellen. Bin ich da? Bin ausgestellt. Ja, und das baut der Zeron, ja? Der baut ja so einen Platz. Das schaut ja edel aus. Das sind die neuen Blöcke. Die neuen Blöcke, die es hier gibt. Und hier ist. Ah, gut, das ist Glas. Ich habe jetzt wirklich gedacht, dass. Ja, weil schwarzes Glas hat bei mir immer so einen kleinen Fehler. Es könnten auch Steinziegel sein. Aber da wären das auch. Da wäre das auch Glas. das ist ein Bettenhaus von Zeron für alle 3 im Länder. Ah, schön. Der Platz gefällt mir. Mir fällt nur gerade nicht der Name des Steines ein. Ich habe den aber irgendwo hier in irgendeiner Truhe. In der hier? Nee. Also seht ihr, ich habe einiges mit. Wir können den noch mal kurz abbauen. Basalt, so hieß er. Genau. Und hier sind überall die neuen Pilzlichter verbaut. Die neuen Pilzlichter. Und da ist die große Sternschnuppe. Ach ja, am Stau stehen, macht Spaß, wenn man jemanden zuschauen kann. Das freut mich. Aber sonst ist hier hinten nichts gebaut. Da müssten wir einmal hier wieder komplett zurück zum großen Tannenbaum.
und zum Tannenbaum und jetzt hier an der Kirche und an den Handwerksausstellungshaus vorbei über die Brücke. Komposter gefüllt, Komposter geleert. Und hier ist der Massini. Grüße. Haut gleich ab von mir. Und baut hier fleißig an einer Wollfarm. So schaut's aus. Und hier ist der Arktos, der Schneemann. Gibt's ja zwei Schneemänner? Hier vorne stand auch einer. Na, wie gesagt, hier baut der Marcel gerade. Massini. Der Massini. Und hier sind so ein paar Wohnhäuser, oder wie? Wohnhäuser. Schauen auch nicht so wirklich eingerichtet aus. Nun gut. Gucken wir mal hier weiter schauen. Ah, schaut mal hier. Ich glaube, das ist neu. Hier ist Försterei, ne? Fjordgrim. Nee, Vorgrim. Das sind ja die ganzen Hölzer. Was? Zwei gebrochene Beine. Und hier ist ein Gewächshaus, nehme ich an. Eichensetzlinge. Hier ist eine kleine Baumschule. Bisschen dunkel. Mit Shader sieht alles etwas dunkler aus. Aber schaut euch mal das an hier. Wow. Wow. Hammer. Hier gibt es vier Schwarzeichenholz. Hammermäßig. Mein lieber Herr Gesangsverein. Nee, das ist nicht gut. Gar nicht gut. Und dann hier in dieses Vorhaus. Schön. Schaut super aus. Gefällt mir sehr. Und jetzt kommt mein Lieblingsgebäude gleich. Warte, hier ist hier der Schneemann. Hier ist Elisons Jagdhütte und hier ist ein Schneemann. Schneemann brauchen wir ja auf jeden Fall als Haustier. Das mag ich gar nicht anzweifeln. Und schaut euch mal dieses Gebäude an, bitteschön. Die Falltüren sind wieder gut. Ich bin ja beeindruckt. Letztens waren die Falltüren wieder anders. Schaut euch das an. Schaut doch herrlich aus, oder? Das hat der liebe Massini gebaut. Seine Häuschen. Guckt euch mal die Einrichtung an, bitteschön. Hier das Banner von Prosper. Der Kamin. Hier sind wir Bar. Wahnsinn. Aber das Haus gefällt mir wirklich sehr. In der Lunsenmeier Hof, da war ich nämlich noch gar nicht. Da war ich noch gar nicht. Denn hat er eine Bank aus Wirholz, neuen Holz. Und hier geht's auf den Balkon. Schnell dazu machen, wird's kalt drin. Und da blickt er noch auf Natur. Da ist ein Schweinchen. Ein Ferkel. Ja, super. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus, muss ich sagen. Hier kann man wieder nach draußen. Und hier hinten. Hier hinten ist Anis Winterdomizil. Auch mit einem Kamin. Eine kleine Kochzeile. Gut, hätte Optifine in was Entitäten Varianten aus. Darum ging es nicht. Jetzt klappt's. Das ist schön. Hier geht's nach oben.
Ist auch ein Kamin, hier ist die Schlafecke. Ja, meine lieben Freunde, und hier ist das aquatische Banner. Hier wollte ich mich niederlassen. Und da stelle ich erstmal das Bett auf. Und werde gleich schlafen und dann werden wir hier in der nächsten Folge etwas bearbeiten, würde ich meinen. Jo, und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal, euer Cedric.